Der Projektmeilensteinplan. Projektmeilensteine sind Etappen oder Zwischenziele in einem Projekt, die dabei helfen sollen, das Projekt zeitlich besser zu strukturieren bzw. übersichtlicher zu machen. Bei einem Projektmeilenstein handelt es sich immer um einen Zeitpunkt, niemals um eine Zeitdauer. Das heißt, ein Projektmeilenstein könnte heißen Befragung abgeschlossen, nicht Befragung durchführen. Projektmeilensteine werden häufig an das Ende einer Projektphase gesetzt. Wenn die Projektphase Planung heißt, könnte der zugehörige Meilenstein Planung abgeschlossen heißen. Ich empfehle, den Projektmeilensteinplan als gröbsten der drei Projektterminpläne bei jedem Projekt zu verwenden. In Ausnahmefällen ist sogar nur ein Projektmeilensteinplan für die Planung des Ablaufs ausreichend. Wie sieht nun ein solcher Projektmeilensteinplan aus? Gehe dazu oben rechts auf den Reiter Materials und hol dir die Vorlage auf deinem PC. Wir sehen nun diese Vorlage für den Projektmeilensteinplan. Füge dazu in der ersten Spalte den zugehörigen PSP-Code ein. Projektmeilensteine ergänzen nämlich den Projektstrukturplan, genauso wie Arbeitspakete, und müssen dort eingefügt werden, sowie mit einer fortlaufenden Nummer, dem PSP-Code, versehen werden. Schritt 2. Der Meilenstein bekommt einen Namen. Wenn das Arbeitspaket den Namen Planung abstimmen trägt, kann man den Meilenstein mit Planung abgeschlossen benennen. In der dritten Spalte bekommt der Meilenstein einen Plantermin, welcher auf Basis des Projektterminplans einfach zu berechnen ist bzw. übernommen werden kann. Wenn das Projekt dann läuft und der Meilenstein erreicht ist, wird in Spalte 4 der Ist-Termin eingetragen. Somit ist ein einfaches Projektcontrolling möglich. Nachdem du nun alles zum Projektmeilensteinplan weißt, bist du an der Reihe. Erstelle nun für dein Projekt gemeinsam mit deinem Projektteam einen Projektmeilensteinplan. Ich empfehle dir, auf die Dauer von 6 Monaten circa 2 bis 3 Meilensteine zu setzen. Viel Spaß dabei!